What the fuck ist hier los? Holy shit. Da haben wir Hund in der Pfanne verrückt. Wir spielen Hundi. Ja, let's go. Da gibt's keine andere Sache. Moonglow Bonus. When the moon is red and bright, the romance of town swallowed by the sea. Come back to the surface, bringing mysteries and riches. Okay. Was lustig ist, wir spielen mit dem Hundi. Hype Harry. XP-Bonus, Clock-Speed. Was heißt denn Clock-Speed? Also die Geschwindigkeit ist doppelt. Gold-Bonus. Luck-Bonus. Also ich will hier... Ah, okay, Der Speed dann in 15 Minuten vorbei, oder was? Nee, komm. Das ist mir ein bisschen zu hairy. Hurry up! Ich will mehr Karten freischalten. Naja. Fans in New Visage. Gold Egg. Ach, guck mal, ich kann Sachen bei ihnen kaufen. Apparently improved a random stay for the current character by tiny amount. Summon the merchant in all stages. Glass Wizard. Ich will mir für jetzt einen riesen Glaswizard holen. Oder eine Kirschbombe holen. Summers the merchant in all stages. Ich denke, ich kaufe mir erstmal. Erstmal dick. Und natürlich der Hundi plus Knochen, ne? Sag ich da nur. Combination, let's go, Junge. Knochen plus Hund. Hund und Knochen. Wir pupsen. Wir pupsen Blümchen raus. Oh. Was geben wir denn Schönes? Also mein Lieblings... Ah, guck mal hier. Da ist schon mal die Peitsche. Für Lifestyle. Später. Ja. Keine Frage. Wir nehmen das Leitungswasser mit. Was wir Gegner in den Kopf schmeißen. Und die sterben dann an viel zu viel... Blei im Körper. Oder Blei im Blut. Blitze. Will ich Blitze spielen? Die Frage ist, was synergiert denn diese komisches Blümchen? Hat die Blümchen eine Synergy mit irgendwas? Ich sehe keine Synergy mit den Blümchen. Also das heißt, wir können dann ein Item free nehmen oder so. So. Mal hier komische Vasen hier. Komm, pups sie mit dem Blümchen weg. Und die Gegner kommen auch nicht zu uns, ne? Die flattern hier einfach nur rum. Ey. Was ist das? Kann ich es mir einfach nehmen? Oder ist es eine Falle? Riecht nach einer Falle. Also. Ich sag mal so, hier sind einfach Items. Hier liegen einfach Items rum. Einfach so. Wieso? Wieso liegen da einfach Items rum? Wie so ein Buffet, Alter. Ich würde, wenn, dann Dings mitnehmen hier. Weil die alle drei anderen Items habe ich schon. Okay. Guck mal hier, wir können noch Projektile mitnehmen und Spinat mitnehmen, dann machen wir Damage. Dann sind unsere Upsblümchen ein bisschen mehr, haben mehr Damage. Ah, ich kann sie einfach so mitnehmen. Okay. Das wusste ich jetzt nicht, das ist natürlich kacke, weil... ich die anderen Sachen nehmen könnte und dann einfach mit den Sachen kombinieren könnte, aber es ist jetzt leider zu spät. Habe ich leider verkackt. Ey, die Monster sind so wenig hier irgendwie. Normal, dass sie so wenig Viecher sind. Ja, ihr Edifix, Junge, im Dings. Dein Traumland.
Und wir haben auch noch den Knochen. Warte mal. Warte. Knochen synergiert auch mit nichts. Das ist natürlich belastend. Aber wir nehmen einfach nur fürs Meme. Hund und Knochen. Ne? Obwohl eigentlich Hunde keine Knochen mögen. Die mögen wie jeder andere normale Tier oder Mensch. Was ist das denn? Was ist hier los? Wo bin ich hier gelandet? Ich krieg einfach random Stuff, alle hier. Ich check das nicht. Das ist meine Belohnung? Ah, hier ist schon mal nix. Oder habe ich irgendwie irgendwas freigeschaltet? Meme oder so. Weil ich jetzt Hundi spiele. Der Blümchenpups. Wir machen weiter mal hier mit Dings. Feuerball. Ah, da ist schon wieder diese hässliche Krabbe. Ah, okay, die Dings. Ah, das war easy. Okay. Das war einfacher, als ich gedacht habe. Pups Blümchen, Hund. So, wir können nochmal mehr Wiederbelebung machen, oder? Wir nehmen erstmal das Pupsblümchen. Wir pupsen jetzt noch schneller Blümchen raus. Was passiert, wenn der Hund draußen zu viel Blumen isst und dann einfach anfängt Blumen zu pupsen? Hunde essen ja alles Mögliche. Stehen irgendwie drauf. Auch wenn sie die Sachen nicht kennen. Einfach essen. Mampf. Rinnen in den Maul und dann weg damit. Also wir werden jetzt erstmal ein bisschen nur mit der Kiste rumtanzen. Bis ich halt irgendwas max habe. Oder wenn wir Minute 20 sind. Oder muss ich weiter rennen? Ich meine, guck mal an. Was ist das? Hier sind überall Items. Effekt hält 10 Minuten länger an. Geschwindigkeit um 30% erhöht, okay. Aber wir kriegen einfach alles. Wir müssen einfach nur die Waffen aussuchen. Ich nehme einfach jetzt eine Kiste mit, scheiß drauf. Wir müssen jetzt weiter runter. Das sind... Okay. Random Item. Und ein bisschen Geld. Ja, damit. Wir rennen jetzt einfach straight runter und gucken mal, wo wir die anderen Items kriegen. Hatte ich jetzt einfach nur Glück oder was ist das? Ich kenne diese Stage nicht. Das ist mein First Time hier. First True. Muck ist auch geil. Ups, Blümchen. Musik nennt sich Hund rennt durch die Gassen. Man sieht mal so eine Sequenz, wie einfach so ein Hund einfach nur durch die Gassen rennt. Und dazu noch diese Musik. Cash. Geld. Nehme ich. Oh. Also Krabbe. Noch ein Boss. Hallo Boss. Obwohl, ich versuche immer nicht zu töten. Damit er hier mit mir rumläuft. Und die Kiste einfach Wonder spawnt. Läuft nicht mit mir rum? Ist er jetzt nur hier? Okay, gut, doch. Er rennt mit mir rum. So, ja. Ach Quatsch, ich muss nach oben. Ich bin dumm. Ich bin dumm? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Ich bin ja das. Also muss ich hier so links, leicht nach links schräg, nach hoch. So, wir graden mal ab hier unseren Pupsblümchen. Ah, komm schon. Darfst du jetzt nicht sterben? Ist einfach hier gestorben, der junge Mann. Feuerstab, let's go. Komm schon, mit Pupsgeschwindigkeit gehen wir hoch. Wir müssen einfach jetzt straight hoch.
Muss man echt merken, was für Items da rumliegen. Weil. Da war irgendwo Speed und so. Irgendwo in diese Richtung. Oben. Hä? Veräppelt mich das Spiel jetzt? Mit einem schönen Chili-Geruch. Da. What the fuck? Fuck. What the fuck? What the fuck? Weiter nach oben, ne? Sag ich da nur. Das ist doch nicht balanced! Das ist doch nicht balanced! What the fuck is that? Das ist nicht balanced, was hier gerade passiert. Hab ich irgendwas überlesen? Einfach so. Einfach so. Santuswasser. Okay, jetzt kommen auch Gegner zu uns, weil vorhin war ja irgendwie randomly nicht so. Aber wie viel Level brauche ich denn dafür fürs Game? Dass ich alles habe. Machen auf jeden Fall diese Dings weg. Weil da gibt es bestimmt schöne Sachen. Ey, was ist das denn für eine Easy Map? Was ist denn das für eine Easy Map? Ist ja viel zu easy. Irgendwie wird die Stage rot. Ist das normal? Muss ich denn hin? Irgendwie wurde mir gesagt, dass wenn der Blutmond raus ist, also muss man halt diese irgendwie in Sicherheit sie bringen. Ich hab einfach gefühlt alle Items. Wie dann? Außer die Vögel natürlich. Ich habe einfach alles. Auch nicht schlecht. Wäre jetzt nicht schlecht, mal irgendwas auf Legendary zu bringen, dann hätte ich da schon mal ein bisschen mehr Damage im Hause. Auch schon Hundi. Hundi, ich trust in dich. Ah, Hundi lässt dich niemals im Stich. Der Hund wird dich niemals im Stich lassen. So ist es auch im Game. Hund wird uns einfach carryen hier. Hund OP. Sag ich da nur. Glaub mir, Alter. Pupsende Dings. Eine pupsende Blümchen. So OP. Oh ja, Pups, 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 Pups. Pups, überall seine Blümchen hin. Ah, der Boss ist dead. Der Boss ist dead. Der Boss ist dead. Wollen wir mal auf jeden Fall ein bisschen Damage raushauen. So, jetzt brauche ich aber jetzt hier über eine blaue Essenzkugel. Machen wir mal bei erhöhen. Ich will jetzt mal dick alles einsammeln können. Wir nehmen mal Glück mit. Glück ist immer gut. Muss man aber gleich mal durchlesen, was die Blümchen können. So richtig damage-mäßig. Also gerade Dings aufgetaucht. So, Sandwasser ist fast max. Schlangen, Alter. Jetzt kommen Schlangen auch noch an. Oh. Gefrorene Schlange. Am Spieß. Schön mit Knoblauch. Flavor. So, jetzt haben wir die Blümchen gemaxt. Gucken wir mal, wie OP die sind. Machen die jetzt Damage? Ich meine, er pupst die einfach raus. Ich meine, er schießt die nicht von vorne oder von der Seite oder so. Er pupst die einfach raus. Guck dir das an. Wenn ich jetzt nach rechts laufe,
Achtet mal hinten auf die Dings. Ivan. Blümchenantrieb, Junge. Das wäre viel lustiger, obwohl es ist eigentlich schon lustig, dass er von hinten sie rausschießt. Anstatt dass sie von vorne schießt oder von der Seite. Wäre lustig, wenn es doch mit Dings scale würde. Wäre es nochmal mit Projektilen, Alter. Geld ist mit Projektilen vielleicht? Holy shit, Alter, was ist mit diesen Krabben los? Krabben sind ja richtig aggressiv. Hä? Was? Machen die? Was ist mit diesen Krabben los? Was ist mit diesen. Was ist hier los? Die Krabben benehmen sich komisch. Guck mal, die Gruppen so komisch aneinander. Hä? Why? Erhöht die Gegnergeschwindigkeit, Gesundheit und Qualität und Häufigkeit. Erhöht Qualität und Häufigkeit bei 10%. Ich hätte das nicht aufheben sollen, vielleicht. Aber wir live-stealen uns einfach aus dem Leben. Wir live-stealen uns einfach. Wir smurfen hier einfach durch, Alter. Peitsche? Wait. Knochen. Ah, der ist nicht dabei. Ich dachte, sie haben wenigstens Knochen jetzt irgendwas Lustiges gegeben. Einen lustigen Effekt. Jeden für. Für Dullis. Oh mein, Alter. Habe ich eine Knick in der Optik oder ist es die Stage immer roter und roter? Also die war vorhin rosa, schön knallig. Jetzt ist die so. Bäh. Oh, ich werde auf jeden Fall Dings noch verbannen. Vielleicht. Oh my. Oh my, oh my. Komm schon, ich brauche jetzt, ein schönes saftiges Leben. So, wir machen erstmal das. Ja, so soll's gehen. Ja, wie lange sind die gefroren? Gefroren! Pups Blümchen. Komm schon, Edefix. Au. The fuck is that? So eine komische. Was ist das denn? Irgendwelche Kugel greifen mich an. Ey. Holy shit, Alter. Das sieht aus wie ein Drogentrip, Alter. Krieg kaum XP irgendwie. Sterben nicht genug. Oder schnell genug. Ich hab noch nichts auf Max. Scheiße. Ole pro Sekunde. Boah, erstmal XP, ja da. Wir müssen alles XP, was wir kriegen, jetzt schnell einsammeln. Mach kaum Damage an den. Peitsche ist Max. Aber wir hoffen mal jetzt auf Peitsche. Bitte, gib mir Peitsche. Bitte, gib mir Peitsche. Ich brauche Lifesteal. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Junge. Okay, jetzt sollte es eigentlich kein Problem sein. Jetzt sollte es kein Problem sein. Ist nicht gesehen. Eigentlich so schlimm. Ich glaube, ich sowieso nur drei Sachen upgraden oder so. Okay, ein bisschen Speed. Das macht unser Knochen ein bisschen stärker. Aber nur ein bisschen. Nur ganz, ganz bisschen. Komm, schreit er dir weg.
So, Santos Wasser nehme ich. Ja, wir können einfach hier stehen bleiben, so. Sind ja einfach easy kiten. Oh, dicke Augen. Ihr macht dick Auge, Junge. Guck diese Augen an, Junge. Muss mich selber bekämpfen. Ich muss mich selber bekämpfen. Drei Kisten habe ich hier noch. Okay, drei Kisten sind, glaube ich, enough. Für Santos Wasser brauche ich blaue Kugel, habe ich. Komm schon, jetzt brauche ich das Santos Wasser, Bruder. Jetzt brauche ich das Wasser. Komm, das Leitungswasser muss upgegradet werden. Nein, ich krieg einfach einen Stab. Ich krieg einfach einen Stab. Ich krieg Krise. Ich krieg die Krise. Ich kriege die Krise. Ich kriege die Krise. Eine Krise krieg ich. Aber gut, wir haben Lifesteal, sollte eigentlich jetzt kein Problem sein. Ich sehe nicht mal meinen Lebensbalken, weil er so rot ist wie das Feld. Nice, blaue Dings gekriegt. Wir machen noch einen weiter. Weil wir müssen erstmal hier Damage machen. Alter. What the fuck ist hier los? Holy shit. What the fuck? Es wird immer mehr und mehr verzehrt. Ah! Was ist das? Und? Was machst du? Was hast du gegessen? Hast du schon wieder von den Pilzen genascht? What the fuck? What the fuck ist hier los? Ich wurde einfach in ein anderes Stage-Dings gewarpt. Was ist hier los? Jetzt muss ich mir durchpupsen. Meine ganzen Dings sind weg. Soll das so sein? Alter! Soll das so sein? Ich glaube nicht, dass es so sein soll. Secret Level, what was Secret Level, Alter? Ich wurde einfach in eine andere Dimension geschickt. Erleben. Ah. Digga. Dass ich noch ein Revive habe? Nein, ist es nicht. Holy shit, Alter. Wo waren meine ganzen Upgrades? Auf einmal war alles weg. Hä?